Hallo, ihr Lieben, Bärlauch in Massen. Frohe Ostern, Freunde, wünscht Kühnes Kochkanal. Leider nicht Ostern, wie wir es kennen. Ja, heute wäre es wieder an der Zeit gewesen, unseren Osterbrunch zu machen. Aufgrund der Kontaktbeschränkung fällt das natürlich aus. Ja, Anne und ich haben uns entschlossen, mal was nicht Ostertypisches zu machen. Wie ihr im Vorstand gesehen habt, gibt es heute was mit Bärlauch. Die Anne war nämlich fleißig in ihrem Feld unterwegs, wie ihr seht. Ja, und da haben wir uns heute entschlossen, mal Bärlauchnockis zu machen. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. In unsere Gnocchi-Masse kommen folgende Zutaten. Ich habe hier 4 gekochte Kartoffeln mit der Kartoffelpresse durchgedrückt. Ein Ei kommt rein, ein halber Teelöffel Salz, 100 Gramm Weizenmehl, 100 Gramm vom Kartoffelmehl kommen noch dazu und klein gehackter Bärlauch. So sieht nun unser fertiger Gnocchi-Teig aus. Wie ihr gesehen habt, ich habe das Ganze mit der Hand durchgeknetet. Er löst sich schön von den Fingern, ist also so ein bisschen, ja, so muss er sein. Ich kann es nicht beschreiben. Also er ist nicht klebrig. Genau, er klebt nicht mehr. Falls er bei euch noch klebrig sein sollte, bisschen Mehl noch mehr mit dazu, dann geht das. Das Ganze werden wir gleich in kleine Röllchen formen und eben dann die Gnocchi daraus formen. Aus dem Teig wird so eine Rolle geformt. Das heißt, es müssen noch mehrere geformt werden, weil wir haben ganz viel Teig. Und wie es weitergeht, zeigen wir gleich. Ich schneide unsere Rolle in kleine Stückchen und forme dann unsere Gnocchi. Mal sehen, wie es besser geht. Ich glaube so. Damit man das typische Muster von den Gnocchi kriegt, drückt man einfach eine Gabel rein. Sieht auch aus wie Gnocchi. Finde ich auch. So. Ups. Nächste. So. Und damit mache ich jetzt weiter. Ich habe gerade festgestellt, wenn man diese Gnocchi, das ist doch ein bisschen mehr Arbeit, nochmal zu kleinen Kullern macht und dann mit der Gabel drauf drückt, werden die so wie im Geschäft. Also zwischendurch nochmal kullern. Kullern. Man könnte auch rollen sagen. Ja, geht auch. Okay. Aus dem Teig haben wir nun knapp 60 Stück Gnocchi rausbekommen. 59, um genau zu sein. Wahrscheinlich, wenn ich das ein oder andere Stückchen kleiner gemacht hätte, wären es auch 60 geworden. Die werden nun in Salzwasser gegeben und ja, so ungefähr 5 Minuten müssen wir sie da drin ziehen lassen, bis sie oben schwimmen. In einem Topf lasse ich nun 50 Gramm Butter für unsere Soße schmelzen. Darin werden unsere sehr klein gehackten Zwiebeln, das heißt, es ist nur eine kleine Zwiebel, die klein gehackt ist, die lasse ich darin anschwitzen. Sobald die Butter dann geschmolzen ist und heiß ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Unsere Zwiebeln sind nun leicht angedünstet und etwas glasig. Ich bestäube sie nun mit nur einem Esslöffel, 2 Esslöffel Mehl. Also 2,5. Es wird eigentlich wieder wie so eine Mehlspitze. Das Ganze rühren wir durch. Löschen mit 100 ml Weißwein ab. Versuchen das Ganze glatt zu rühren. So. Sollte wie immer funktionieren. Ich nehme es mal an. Jetzt kommt meine Kochsahne dazu. Deckel aufmachen hier richtig. So.
Dann nehme ich natürlich die ganze Flasche. Wie viel sind da drin? 250? Ich glaube, ne? Ja, 250 Milliliter. So, das Ganze lasse ich nochmal aufkochen. Nehmt nur 2 Esslöffel Mehl, es reicht. Ich glaube, hier muss ich dann nochmal verlängern, ein bisschen Milch oder so. Oh, noch einen Schluck Weißwein rein. Alles klar, der Schluck ist für mich. Okay. So, warte, es geht gleich weiter. Ein Teelöffel. Zack. Nun kommen ungefähr 100 Gramm, nicht ungefähr, doch es wird hier noch drin sein, 100 Gramm Ziegenfrischkäse rein. Na, schön auskratzen hier. Auch den letzten Rest nicht verschwenden. Nein. Um Gottes Willen. So. Ich halte mal kurz die Packung ran. Den haben wir hier genommen. Genau, mit Feige aromatisiert. Genau, den hat man noch zu Hause. Ihr könnt aber auch ganz normalen Ziegenfrischkäse nehmen. Je nach Geschmack. Genau. Weil den mit Feige mag ich eigentlich sehr gern. Genau, deshalb war da auch schon was rausgeklaut. Die war ja eigentlich als Brotaufstrich geplant. Ja, Pech gehabt. Nicht für die Soße hier. Okay, wurde zweckentfremdet, ist nicht so schlimm. Genau. Holen wir morgen neue. Genau, so. Und nun Bärlauch. Bei uns dreht sich alles um Bärlauch im Moment. Ja. Den habe ich klein gehackt. Nichts verschwenden, ich liebe Bärlauch. Der wird auch noch mit reingerührt. Schade, sieht man gar nicht mehr so richtig. Doch, man sieht ihn. Okay. Und etwas gewürzt mit Salz. Nämlich so viel Salz durch den Ziegenkäse. Und etwas Pfeffer. Ich denke, das langt auch. Ja. So. Und verlängern brauchen wir auch nicht mehr. Ich denke, das ist gut mit der Soße. Da brauche ich keine Milch mehr reinmachen. Mal probieren. Ne, dann kann noch ein bisschen Salz rein damit. Okay. So, das Ganze lassen wir nochmal schön aufkochen. Und dann sollte unser Süßchen auch fertig sein. So, und ich gehe jetzt raus und mache unsere Beilage fertig. Da gibt es nämlich Iberico-Sticks dazu heute. Nun kommen unsere Gnocchi in das kochende Wasser. Wie gesagt, sobald sie dann oben schwimmen, sollten sie auch gar sein. Ja, und da war jetzt nichts mehr sehen, melden wir uns wieder, wenn sie oben schwimmen. Ja, unsere Gnocchi sind jetzt fertig. Dazu gibt es die Soße und ein Iberico-Rückensteak. Wir wünschen schon mal guten Appetit. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Der Aufwand für die Gnocchis lohnt sich auf jeden Fall. Schmecken besser als aus jeder Packung. Dazu noch diese herrliche Soße. Das Iberico-Steak hat richtig gut dazu gepasst. Müsst ihr unbedingt ausprobieren, solange es noch Bärlauch gibt. Ja, weiter gibt es eigentlich nichts zu sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Über ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Könnt ihr immer unten rechts anklicken. Ja, und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Genießt noch die nächsten Osterfeiertage. Das ist ja nur noch der Rest von heute und morgen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Kühnes Kochkanal.